Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, es ist wieder Let's Laber angesagt. Ich bringe das Format die ersten Male doch häufiger als gedacht. Und ich hoffe, das freut euch. Ihr könnt das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Und ihr seht schon im Titel und auch jetzt im Hintergrund, um was es gehen wird. Es geht nämlich um Jürgen Klopp, der neue Trainer des FC Liverpool. Für manche eine Überraschung, für manche eine Erleichterung, zum Beispiel für die Liverpool-Fans. Und ja, über das wollen wir heute ein bisschen reden. So, und der erste Punkt wäre Transfers aus Deutschland und Italien. Ja, Klopp hat direkt angekündigt, einzukaufen in der Winterpause. Da war ein Kandidat namens Neven Subotic von Borussia Dortmund, seinem ehemaligen Club, also von Klopps ehemaligen Club, wollte ihn holen. Und Subotic ist ein Riesenfan von der Premier League. Also denke ich mal, dieser Transfer ist relativ realistisch. Und es ist noch ein junger 22-Jähriger vom FC Genua im Gespräch. Mir ist der Name zurzeit entfallen. Aber der wäre auch ganz interessant für Klopp, hat er gesagt. Und ja, jetzt kommen wir direkt zum zweiten Punkt, der unten eingeblendet wird. Der zweite Punkt ist, was wird mit Bayern München? Viele Fans des FC Bayern haben gedacht, da Guardiola nie das Triple geholt hat, vielleicht ja diese Saison, dass Guardiola weggeht von Bayern. Er soll ja schon einen Vorvertrag mit Manchester City unterzeichnet haben. Das sind aber nur Gerüchte, man weiß es nicht. Es sind wirklich nur Gerüchte, kann keiner bestätigen. Und viele hätte es ja gefreut, wenn Jürgen Klopp der neue Trainer des FC Bayern wird, wenn Guardiola weg wäre. Aber daraus wird ja nichts, weil Klopp jetzt Trainer von Liverpool ist. Also für die Bayern-Fans sicher eine Enttäuschung, weil Klopp wäre sicher auch ein guter Trainer bei Bayern gewesen, weil schon bei Dortmund ein super Trainer mit richtig Engagement. Er hat seinen Job gelebt und das finde ich einfach klasse an solchen Trainern. So, und jetzt kommt doch mal mein abschließendes Fazit zu diesem Thema Jürgen Klopp. Ich finde es für Klopp eine mutige Entscheidung zu Liverpool, die ja jetzt nicht europäisch spielen diese Saison, dorthin zu gehen und versuchen, den Verein aufzubauen. Sicher haben die richtig gute Spieler Liverpool, aber Klopp hätte ich gedacht, wird sich mit etwas Besserem als Liverpool machen, aber es ist nicht so gewesen. Klopp hat sich für Liverpool entschieden. Ich finde es eine echt, von mir gesagt, eine gute Entscheidung. Und ja, wenn euch diese Folge, die zweite Episode von Let's Laber gefallen hat, dürft ihr das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Ich habe das, glaube ich, schon gesagt im Video. Aber egal, ich sag's einfach nochmal. Die Folge soll ja wieder nur 2, 3, 4 Minuten gehen. Und ja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Denkt mal über das Thema Jürgen Klopp nach. Vielleicht schreibt jemand von euch was in die Kommentare. Würde mich freuen. Und denkt mal drüber nach, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao.